Timmy, wir sind in der Kirche. Entschuldigung, Mom. Ich wollte dich nur fragen, wo Schlitzi ist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er vorhin die Heiligenstatue umgerannt hat. Ich habe dich ja gewarnt. Wir hätten Schlitzi lieber zu Hause lassen sollen. So ein Kirchentag der offenen Tür ist halt nichts für einen kleinen Japaner. Du hättest wenigstens an die Leine denken sollen. Gehst du weg, Schlitzi? Oh. Gehst du weg? Mom. Da ist ja Schlitzi. Er spielt mit dem Organisten. Schlitzi, hierher. Bei Fuß. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass man in der Kirche etwas leise zu sein hat? Entschuldigung, hätten Sie wohl mal Feuer für mich? Aber gern. Ich dachte, Sie wollten sich das Rauchen abgewöhnen, Mutter Oberin. Naja, Sie wissen ja, der Geist ist willig, aber... Mom, gibst du mir bitte auch mal das Feuerzeug? Ich wollte doch ein paar Kerzen für Dad anzünden, damit es ihm bald wieder besser geht, nach dieser Explosion. Es war aber auch wirklich ein dummer Fehler von ihm, seine Hustentropfen mit dem Nitroglycerin zu verwechseln. Oh, schau mal, Mom, Schlitzi tanzt mit der Konfirmandengruppe den Maistanz aus der Maisknacker-Suite. My sweet corn. Hare Krishna. Halleluja. Na, wenn das nicht die bezaubernde Mrs. Vomit mit ihrem Sohnemann Timmy ist, dann müsste das ja ganz wer anders sein, ja. Nein, Pastor Pipifax, Sie haben ganz recht, wir sind es. Ja, Mrs. Vomit, ich möchte Sie ja nicht anbetten. Ja. Aber ich muss es leider. Sie wissen doch, unsere Kollekte heute, nicht, ist für die Beerdigung der 4 Messdiener. Die von Sheriff Pillerman versehentlich beim Weihrauchschwenken erschossen wurden? Ja, tragisch. Er muss sie wohl für Drogenhändler gehalten haben oder sowas. Aber Mutter Oberin. Entschuldigung. Sie wollten sich das Trinken doch abgewöhnen. Ja, Sie wissen ja, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. Oh, Mom, schau nur. Schlitzi hat Durst und hängt über dem Weihwasserbecken. Solche Sakramentalien kennt er halt nicht, der Japaner. Oh Gott, Mom, jetzt ist er reingefallen und er kann noch nicht schwimmen. Warte, Schlitzi, ich rette dich. Was denn? Was hat er denn? Mir fällt gerade ein, ich kann ja auch gar nicht schwimmen. Diese Rangen. Kinder. Pastor Pipifax, ob Sie vielleicht die beiden mal ganz kurz retten könnten. Ich kann zwar schwimmen, aber ich war ja gerade letzten Monat beim Friseur. Naja, mal schauen, ob ich überhaupt schwimmen kann. Vorsicht, Jungs, ihr treibt ja ab. Ich komme. Oh, Kinder, nackt baden. Aber Mutter Oberin.